Jo Leute und damit willkommen zu einem neuen Game auf meinem Kanal. Das ist kein reguläres Let's Play, sondern so ein angespielt, angetestet, irgendwie so eine Art. Und zwar Beer Factory. Den Key vorab habe ich gestellt bekommen. Und ja, ich muss mal ganz kurz was machen, einmal was umstellen. Zack, zack. Okay, ja. Wie gesagt, das ist ein Key, den ich gestellt bekommen habe. Weiß nicht, ob das Werbung dann sein muss oder so. Weil ich einfach angefragt habe und den bekommen habe. Den ich schon ein bisschen länger habe. Und heute ist der letzte Tag, wo ich spielen kann. Und ja, das Spiel ist schon regulär draußen. Alles steht wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, ich habe noch mal kurz reingeguckt schon. Wegen Einstellung machen, bla 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 bla. Wir schauen mal, ob das überhaupt was wird. Ich muss... Das nervt. Das mag ich nie, wenn man raustappt und dann halt die Musik stoppt oder so. Hm. Bewegungsschiffe. Aus. Mag ich nämlich nicht, das habe ich übersehen. Gut. Passiert. Die Musik ist ja sehr, sehr laut. Ich mach trotzdem mal ein bisschen leiser noch. Und dann passt das. Okay, quer. Das ist halt auch geil, dass du die Tastatur so einstellen kannst. Gibt es auch sehr selten. Beziehungsweise habe ich das noch nie irgendwo gesehen. Wir haben sehr viele Tasten, die wir uns merken müssen. Aber ja. Ne, wie gesagt, alles zu dem Spiel steht unten in der Videobeschreibung. Und ja. Habe ich auch gespeichert. Beim letzten Mal. Ich habe mir, wie gesagt, kurz reingeguckt. Ja, hat er. Hat er. Hauptmenü. Spiel beenden. Hauptmenü. Speichern. Desktop. Das ist so eine gute Auswahl. Okay, dann würde ich sagen, neues Spiel. Schwierigkeit. Im normalen Modus kannst du das Spielerlebnis so spielen, wie es konzipiert wurde. Und Franchise ist dabei. Und Francis ist dabei. Im Friedensmodus wirst du nur einmal auf Francis treffen, deinen Gabelstapler-Upgrade-Teil zurücklässt. Das den Turbo freischalten. Das ist allerdings dein letztes Treffen und du bekommst nicht die zufällige Boni, die er hinterlässt, wie zum Beispiel Geld und andere Gabelstapler-Upgrade-Teile. Die Schwierigkeit verändert die Wirtschaft des Spiels in keinster Weise. Sie können während des Spiels ändern. Okay, kann man ändern. Also friedlich und normal. Wir machen normal, wie immer. So, dann schauen wir mal. Also die Musik ist schon mal cool. Mal gucken, ob es Copyright gibt. Ich hoffe immer ja nicht. With the budget we had, we were able to buy this old factory. Before we start working on it seriously, we will have to put the electricity back on, clean the factory, and do some renovations. The previous owner left a machine that condemned part of the factory. Maybe we could restore it. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Ah, before I leave you, I heard that the factory was squatted, but it may be just a rumor. Ja, okay, wie gesagt. Ich weiß halt auch nicht generell, ob das noch auf Deutsch übersetzt wird, meine Sprache, aber meistens dann nicht. Aber halt den deutschen Text und Accountant. Ist das normal? Accountant, ist das richtig? Naja, keine Ahnung. Unser Budget ermöglicht uns, diese alte Fabrik zu kaufen. Bevor wir sie endgültig in Betrieb nehmen, müssen wir den Strom wieder einstellen, die Fabrik reinigen und einige Renovierungsarbeiten durchführen. Der Vorbesitzer hat eine Maschine in den abgerissenen Teil der Fabrik zurückgelassen. Vielleicht können wir sie wiederherstellen. Ich schaue nach ein paar Subventionen, während wir darauf warten, dass du die Fabrik aufräumst. Ah, bevor ich dich verlasse. Ich habe gehört, dass die Fabrik besetzt worden ist.
Aber vielleicht ist das nur ein Gerücht. Und ja, halt ein Simulationsgame ist das, was wir halt eigentlich nie machen, ne? Und ja, Ziel, öffne die Fabrik. Wie gesagt, ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut, was ich gar nicht gemacht habe. Guck mal, wir können nicht mal auf die Straße rennen. Hier können wir hin. Das habe ich gar nicht probiert, bevor wir da rein sind. Aber die Geräusche ringsrum. Dass hier Leute am Arbeiten sind. Springen können wir auch nicht. Wir können nicht rennen gerade. Können wir später. Dann schauen wir mal, wie lange dieser Test geht. Wie lange ich durchhalte. Ob wir völlig versagen. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Schade. Naja. Irgendwie... Maus mal ein bisschen einstellen. Ne, das ist zu langsam für meine Maus. Einstellung. Skalaauflösung. Sichtfeld. Warum ist die Bewegungsschärfe denn schon wieder an? Hä? Die soll ausbleiben. Speicherte das nicht? Doch. Hä? Komm, Frame Limit 60. Mehr FPS hat mein Bildschirm leider nicht. Ich muss mir mal einen neuen besorgen. Dynamische Auflösung. Das. Okay, sonst hat mir hier nichts. Ne. Ja, schon ein bisschen besser, aber ich schau mal nochmal ganz kurz was. Kontrolle. Axum, Kene, allgemein. Bin ich jetzt doof? Gabelstapel, Lenkgeschwindigkeit. Ist das nur... Schade, dass man das nicht einstellen kann. Gamepad. Kann man Gamepad nutzen? Moment. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das ist doof, oder? Nö, kann man nicht. Vielleicht aktiviert sich das auch nur beim Neustart, das kann auch sein. Egal, na gut. Dann. Ja, rein hier. Was ich beim letzten Mal auch schon gemacht habe. Hui! Gib Gas! Anheben. Naja. Können wir schon aufheben? Ja. Können sogar schon reinigen. Was wir später machen müssen. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen neuen Tuning-Teil erhalten. Rede 1. Okay. Mach dir einen Kaffee, so kannst du sprinten. Ein Kaffee kochen, minus $1. Das Trinken eines Kaffees ermöglicht das Sprinten während... Was? Was? Was steht da? Was? Das muss auch nochmal ein bisschen angepasst werden, oder? Kann ich hier irgendwas machen? Vollbild-Fenstermodus? Wenn ich Vollbildmodus ändere? Hallo? Nö. Also ist das standardmäßig. Okay, so. Die Musik hält trotzdem an. Das ist... Mag ich überhaupt nicht. Naja. In dem Vollbildfenstermodus, so wie immer. Zumindest wenn das das Spiel hergibt. Ah, hier oben kannst du das ändern. Oder auch nicht. Na gut. Die Musik, ne? Zack. Wirf einen Blick auf die Sicherungskasten. Ja, aber erstmal will ich meinen Kaffee haben. Ohne Kaffee, ohne mich. Wir haben $1.299, also 1.300 haben wir am Anfang. Kaffee. Lecker. Lecker, lecker Kaffee. Ist so viel Müll, ne? Räder 2. Okay. Ja, wir räumen später auf. Wir machen erstmal das, was wir machen sollen. Finde und schnapp dir die Sicherung.
Ja, das, wie gesagt, ich habe ein bisschen schon reingeschaut, um zu gucken, wie das so läuft. Ich will mal schauen, was ist, wenn ich sich fett ein bisschen runterdrehe? Ah, das ist angenehmer. Das ist schon angenehmer. Verjage den Penner, indem du Gegenstände auf ihn wirfst. Bong! Haha! Okay, das ist noch nicht ganz übersetzt, okay. Egal. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Tuning-Teil, Rupan. Da verschwinde jetzt auch. Dann hau jetzt auch ab. Das ist Erweiterung wahrscheinlich, ne? Okay. Wir gucken mal, wie viel wir überhaupt machen können. Und den Test hier. Nimm den Müll und wirf ihn in den Container. Das, wie gesagt, das weiß ich auch schon. Das Geile ist, zum Beispiel, ja, komm, wir werfen den mal rein da. Neuer Rekord. Also, Riesen-Upgrade verfügbar. Was? Ach, können wir das Besen-Upgrade von da hinten holen? Penner, hau ab! Ach, ist weg. Toll. Warte mal, geht das? Kommt man hier lang? Achso. Hui! Neuer Rekord! Naja, ich sag da mal nichts zu, ne? Nice. Haben wir noch mehr Säcke? Irgendwo ja, ne? Da haben wir noch einen. Hui! Boink! 28,18 Meter. Umso höher wir zielen, umso weiter wirfen wir auch. Okay, dann mach ich mal weiter. Mal gucken, wie viel Rekord ich noch krieg. Von hier hinten? Geht das? Schade. Das hat nicht geklappt. Naja. Ich hole mir mal den nächsten. Da. Boing. Schade. Oh. Okay, gut. Sehr gut. Kauf deinen Wischer im Werkzeugladen. Aha. Okay. Ein Werkzeugladen, aber ich komme da doch nicht hin, so wie es gerade aussieht. Naja. Naja, wir räumen es mal auf. Was, wenn ich so mache? Hui! Bong. Hui! Boink. Man kriegt immer schon Erfahrungspunkte dafür. Was ist das hier? Kann man nicht nehmen, okay. Reinigen. Kauf wieder einen Wischer im Werkzeugladen. Ah ja. War's das? Gibt es dafür nichts mehr? Oder hätten wir das machen müssen derzeit? Schade. Wie kommen wir denn da hin? Da kommen wir auch nicht rüber. Benutzt den Kopf. Ah, okay. Wesen freigeschaltet. Und sogar mit Animation. Nice. Sehr cool.
Nimm den Besen. Der ist in der Fabrik. Okay. Da wischen. Oh. Reinigen. Oh Mist. Mein Reinigen wird ja super. Zack. Junge. Du musst das ja haargenau machen irgendwie. Klar, ich wisch auch immer dadurch. Okay. Kauf einen Werkzeugtisch. Nein. Ich will erstmal sauber machen. Lass mich. Oh. Oh, jetzt ist er zu schnell, die Maus. Also, wenn du eine bestimmte... Natürlich geht das nicht. Was ist das für eine Anzeige da? Ja, das ist der Werkzeugladen, ne? Wahrscheinlich hängt die Anzeige nur falsch. Das kann nämlich sein. Das kann sein. Was haben wir hier? Grundstruktur. Okay. Können wir den da rüber werfen? Tschüss! Ich glaube, der ist am Strommast oder am Kabel, ja gesagt, hängen geblieben eben. Geht das? Nein, das ist eine Eiferwand. Natürlich ist das eine Eiferwand. Warum soll da auch keine Eiferwand sein? Okay, dann werfen wir das erstmal dadurch. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Ah, was haben wir hier? Neon. Boah, hier. Das Grundstück ist ja so dreckig, ne? Spoiler 0. Nee, kann man nicht auf Schade. Ich dachte, da wäre ein F aufgetaucht, aber ne. Nö, nö. Hier ist auch noch Müll. Natürlich. Was haben wir hier? Spoiler 1. Okay. Du hast erhalten 125 Dollar. Wofür? Dass wir hier reingegangen sind? Uns gefunden haben oder wie? Kann ich hier durch? Alles noch zu. Okay, warum nicht? Ja, was haben wir denn hier? Das können wir nicht wegmachen. Das auch nicht. Natürlich nicht. Wahrscheinlich später. Das geht bestimmt später dann. Das ist kein Müll mehr. Hier war kein Müll mehr. Drin ist noch Müll. Bum, 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 bum. Schuck. Rein damit. Rein damit. So, okay. Hä? Kann man das wegwischen? Nö, schade. Mach irgendwas zum Wischen. Guck mal, ich wische in der Luft. Ui, ich wische in der Luft. Geht das? Geht die Wand zu wischen? Nö, geht aber nur durch. Geht das weg? Nö, natürlich nicht. Naja, vielleicht ändern wir das eh später alles. Ey, war hier so schmutzig überhaupt? Junge. Was für dreckige Leute hier wohl waren vor. Okay. Okay. Oh, wir haben sogar Snackautomaten. Können wir hier doch was kaufen? Enter your number. Geht nicht. Vielleicht später. Da können wir auch nicht ran. Wie gesagt, ich gucke mich erstmal noch ein bisschen um, ne? Da haben wir eine Flasche stehen, die kann nicht weg. Was haben wir hier?
Track it. X14. Oder X14. Trinken können wir auch nicht. Nein, der hat ja keinen Durst. Dann mal das raus. Mir ist die Maus-Sensibilität noch zu stark. Okay. Din, 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 din. Natürlich noch ein Müllsack. Ui! Mann! Wie viel können wir... Ah, komm mal. Wir sehen sogar, dass unser Kaffee nachlässt. Das ist cool. Übrigens, Taschenlampe. Sieht man natürlich im Hellen nicht so. Auf L. Komische Taste. Naja, wir holen uns erstmal nochmal einen Kaffee, ja? Machen wir erstmal das hier. Was kriegen wir? Rüstung. Okay. Ist hier noch was? Da haben wir noch was. Einen Sack, natürlich. Hui! Getroffen. Nein, jetzt bringt Spaß. Müllweitwurf. Zack. Ich hole mir einfach gleich noch einen. Ob das doppelte Wirkung hat? Dass wir Speedy Gonzales machen können? Glaube ich nicht, ne? Na, geht das? Nö. So, scheinbar haben wir den ganzen Müll weggeschafft. Da ist eine Tür, da kommen wir gar noch nicht rein. Hier ist alles sauber. Hier ist alles sauber. Draußen war der Müll auch weg. Okay. Dann. Lieferung, okay. Bauunternehmen. Oi. Industrielle Maschinen. Schade, dass man da nicht draufklicken kann. Upgrades. Werkzeuge freigeschaltet. Rüste dich mit deiner neuen Werkzeugkiste aus. Also dürfen wir dann erstmal reparieren und alles, ne? Öffne das Baumenü. Tab. Kauf ein Lager. Das ist das Lagerregal, dann würde ich sagen. Benutz deine Wechselkasten und schraube alle Schrauben fest. Was? Kann man das auch irgendwie... Man kann es halt auch drehen. Wow. Wie doof. Okay, minimal. Moment. Kann ich den Scheiß hier nicht wegmachen? Doch, kann ich. Kann ich den auch in den Müll schmeißen? Moment. Hui! Toll. Kann ich den auch darin schmeißen? Naja, der ist drin. Aber weg damit. Und liegt nur im Weg rum. Naja. Erstmal raus damit. Gut. Nochmal. Das. So, dann benutzt einen Wechselkasten und sch-
Ah, F. Nee. Oh. Oh. Junge. Okay, das finde ich aber echt cool. Ah, wenn du hier unten andrückst, dann... Okay, das ist fest. Anschrauben. Zack. Dann hier. Das ist richtig Interaktion, ey. Junge, Junge. So, das habe ich fest. Ah, du musst richtig drauf gucken, okay. Aber man kann halt drücken, gedrückt halten, sehr gut. Ups. Hier fehlt. Genau, hier fehlt auch noch. Zack. Und zack. Finde die erste Schütze für dein Lager. Ups. Ups. Ja, habe ich das Spiel durchgespielt? Ah, okay, so mache ich das. Finde die zweite Stütze für dein Lager. Kann das sein? Kann das sein, dass ich das Spiel schon zerstört habe? Achso. Dekoration. Okay. Ich habe das hier reingeschmissen, aber man sieht's halt nicht. Man kann auch nicht springen oder so, das ist doof. Kann ich das hier nehmen? Einfach? Kann ich das einfach aufpacken? Geht das? Nö. Ich bin gleich wieder da. So, und da bin ich dann auch wieder. Ja, dann musst du das nochmal machen. Ging aber schneller halt, ne? Ja, auch nochmal. Zack. Okay. Was ich diesmal aber erstmal mache, Spiel speichern. Okay. Jetzt müssen wir die noch einsetzen. Mann, das war echt doof von mir, ne? Und sehr doof sogar. Und die letzte. Zack. Good news! I found some subsidies for your factory. You will receive a transfer. With this amount, you should be able to destroy the separation of the factory and renovate the machine in the back of the factory. If you need more money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Musik ist ganz schön laut, wenn wir reden, ne? Gute Nachrichten. Ich habe einige Subventionen für deine Fabrik gefunden. Du wirst eine Überweisung erhalten.
Mit dieser Menge solltest du in der Lage sein, die Trennwand in der Fabrik abzureißen und die Maschine im hinteren Teil zu renovieren. Wenn du mehr Geld brauchst, gibt es einige Investoren, die interessiert sind. Geh zum Computer, um mehr zu erfahren, und sieh dir die Investitionsbedingungen an.